Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Vorlesung Business Intelligence. In diesem Video geht es um den Begriff des Data Mining. Die Technologien, die wir bisher betrachtet haben, das Internet der Dinge, Big Data, künstliche Intelligenz und eben Data Mining, gehören alle irgendwie miteinander zusammen. Data Mining gehört insbesondere zu Big Data und zu künstlicher Intelligenz. Am Ende des Kapitels sollten Sie beantworten können, was Data Mining ist. Data Mining hat schon eine längere Geschichte tatsächlich. Per Definition bezieht es sich nicht nur auf Big Data, sondern es geht tatsächlich darum, dass Data Mining einen Prozess beschreibt, wie man implizites Wissen aus allen möglichen vorliegenden Daten erhält. Und zwar auch eben in der Exploration, in der Analyse großer Mengen von Daten, in denen man Patterns, also Muster, und Regeln erkennen möchte. Muster und Regeln haben Sie bei OLAP in der Struktur drin, die Sie selber vorgeben. Dort geben Sie bereits Muster und Regeln vor, nach denen Daten abgelegt werden sollen. Hier geht es offensichtlich um etwas anderes. Data Mining erkennt Daten und Muster, Pattern und Muster, aus eben nicht strukturierten Daten. Und beispielsweise Kassentransaktionsdaten eines großen Handelsunternehmens, Karstadt vermutlich nicht mehr, aber es gibt andere große Handelsunternehmen, erzeugen immense Datenmengen, die nicht per Hand zu analysieren sind. Und es gibt sicherlich irgendwie eine komplementäre Warenkorbbeziehung zwischen, sagen wir mal, Rollmops und Gurken im Norden Deutschlands und Brezen und Oberst im Süden Deutschlands. Und das hat halt gewisse Implikationen für eine Regionalstrategie, für eine Platzierung im Supermarkt oder für Angebotskombinationen. Die Struktur der Kassendaten ist relativ einfach. Posten, Preis und dann, wann es verbucht worden ist. In der Struktur der Daten sind diese Zusammenhänge nicht abgespeichert. Die Zusammenhänge kriegen wir aus einer großen Menge von Kassendaten, die ganz anders organisiert sind, aber die am Ende uns Regeln und Muster zeigen, wie bestimmte Produktgruppen, Warengruppen zusammenhängen. Und wenn wir über Data Mining reden, dann ist das Informationsgewinnung in den meisten Fällen, die Menschen anstoßen, die sagen, wir hätten gerne neue Informationen heraus. Wir wollen diese Maschine, diese Daten, aus diesen Daten soll etwas gelernt werden. Wenn nicht nur der Mensch lernen soll, sondern die Maschine auch, dann sind wir im Bereich Machine Learning. Das ist ein bestimmtes Verfahren unter Zunutzenahme von Artificial Intelligence. Und Deep Learning wiederum ist noch eine weitere spezielle Form neuronaler Netze, also bezeichnet nur eine bestimmte Art von algorithmischem Lernen, von algorithmischem Vorgehen. Insofern, Data Mining ist nicht Artificial Intelligence, Data Mining ist noch nicht mal Deep Learning oder Machine Learning, sondern Data Mining ist erstmal das Allgemeine, das Daten herauskriegen aus großen Datenmengen. Hier etwas zur Motivation von Daten, Data Mining. Denn was wir erzeugt haben, ist nicht ein Fountain of Wisdom, sondern eine Flut von Daten. The world is one big data problem. Wir haben so viele Daten, die wir verwenden könnten. Und diese Daten sind aber nur das Öl des 21. Jahrhunderts. Um ein Auto anzutreiben, brauchen wir eine Combustion Engine, einen Verbrenner, der dieses Öl tatsächlich nutzt und in Fortbewegung umsetzt. Und deswegen brauchen wir etwas, mit dem wir Daten tatsächlich verarbeiten können. Und sehr schön finde ich eigentlich den Spruch ganz rechts unten von Jim Barksdale: Wenn wir Daten haben, lass uns nach den Daten gucken. Die Daten sagen uns, wie die Entscheidung aussehen sollte. Die Daten lassen uns nachvollziehen, wie die Entscheidung wahrscheinlich für alle gleich aussehen sollte. Wenn alles, was wir haben, Meinungen sind, dann können wir auch bei meiner Meinung bleiben. Oder der von Trump oder der von irgendjemandem anderen. Mit Opinions selber können wir nichts anfangen. Wir brauchen Daten und wir sollten auf der Basis von Daten entscheiden. Das ist der große Vorteil und das große Versprechen von Data Mining. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Video.